19 Flucht aus 12 Aas, wenn er die erschrickt. Wie vom Blitz getroffen springt sie in das Krankenzimmer. Margot Rottweil steht bereits am Feldbett der schlafenden Bart Garapetsch Abon. Svenedi versteht. Margot reißt ihren Kopf herum. Entsetzen steht ihr ins Gesicht geschrieben. Sie versucht anzugreifen, doch Svenedi ist schneller. Sie entreißt Margot ihren Wattebausch und drückt ihn über ihre Nase und ihren Mund. Svenedi verkrampft in Schockstarre. Sie lässt erst wieder los, wenn ihre Gegnerin ausgeschaltet ist. Margot Rottweil droht zu ersticken. Mit aller Gewalt saugt sie das Gift aus dem Schwarm somit in ihre Lungen. Ein letztes Aufbäumen, dann erschlafft sie und sackt zu Boden. Noch immer presst Svenedi ihre Hand auf das, was einmal Margot Rottweil war. So grausam es sich anhören mag, ihr Tod war unabdingbar notwendig. Nie im Leben hätte sie aufgehört, Bart Garapetsch Abo nachzustellen. Entweder stirbt Margot oder Partkara. So war es vorgegeben, seit dem ersten Zusammentreffen der beiden vor 3 Jahren in der Jahrgangsstufe 1 des noblen Alanis Kollege Lüporer. Die schockierte Ruba sondiert die Lage. Was nun? Es gibt nur eine Möglichkeit. Svenedi entstöpselt die schlafende Partkara und legt sie sanft am Boden ab. Danach wuchtet sie die Tutte auf die Bahre und bedeckt sie vollständig mit den Lagen. Geschickt schnappt sie sich nun Bart Garapetsch Abon und legt sie sich über den Rücken. Im Huckepack verlässt sie mit ihrer schlafenden Patientin den Raum. Schnell raus, um die Ecke, hoch, hinaus ins Freie und dann einfach nur weg. Richtung Egal. Halt, auf keinen Fall runter ins Tal. Nein, weiter hinter in die Berge müssen sie. Raus in die freie Natur. So ist's beschlossen. Ihre ungeheuerliche Flucht aus dem renommierten Bergsanatorium Altrosa hat just in diesem Moment, mitten in einer sternenklaren Herbstnacht, begonnen.